Hallihallo, Hallöchen, hier ist eure Gloria. Und heute geht es mal wieder um ein Haul, denn ich war shoppen. Ja, Frauen gehen gerne shoppen. Ja, ich habe ein paar Sachen eingekauft und möchte sie euch gerne präsentieren. Ich war im Rossmann und in Enstings Family. Also, wenn euch das interessiert, was ich eingekauft habe, dann bleibt dran. Es geht los! Also, ich würde jetzt sagen, wir fangen mit Rossmann an. Ich sage, im Rossmann war ich heute gewesen und es war sehr interessant, denn ich hatte mal ein bisschen Zeit und konnte mal ein wenig rumstöbern. Und da sind mir einige Dinge in die Griffe gekommen. Erstmal was weniger Spektakuläres ist. Ich habe mal wieder was für meine Toilette gekauft. Meiner ist alle, braucht einen neuen. Und ich kaufe die sehr gerne, weil die machen wirklich einen wundervollen Geruch. Gut, und jetzt kommen wir zum interessanten Teil. Weihnachten steht ja nun bald vor der Tür. Am Sonntag ist der erste Advent. Und ich weiß nicht, wie ihr das macht, aber wir stellen den Baum erst am 23. Dezember auf. Ich sage, ansonsten schmücken wir alles schön, aber der Baum wird erst am 23. aufgebaut. Und dann haben wir die entdeckt bei Rossmann. Und unsere Kinder lieben Chaos. Und da habe ich die mitgenommen. Und mein Mann Freud hat sich da Vader Kurin ausgesucht. Eine mit einem Todesstern drauf. Dann mit Darth Vader und R2-D2 und der C3PO ist hier drauf. Ich finde sie ganz hübsch, da sind irgendwelche Schokolade und so drin. Und ein bisschen den Baum zu schmücken auch, dass die Kinder was davon haben. Ist ja nicht verkehrt. Und dann habe ich als nächstes gekauft von Essence eine Maske. Die war im Ausverkauf. 1,50 €. Die musste man einfach mitnehmen. Wenn sie schon nie so viel kostet. Und jetzt kommen wir natürlich zu den Highlights. Ich habe eine Haarspange mir gekauft. Ich habe nämlich nicht sehr viele Haarspangen, aber da ich jetzt inzwischen ganz schön lange Haare habe, bietet sich das ab und zu an, eine Haarspange reinzumachen. Und da habe ich die hier entdeckt. Die hat 2,99 € gekostet. Und die fand ich richtig schön hier mit den... Das sieht... Was hat mein Mann gesagt? Mein Mann hat gesagt, das sieht aus wie ein Hirschgeweih. Ich glaube eher, das sollen eher so Äste oder sowas darstellen. Jedenfalls fand ich sie sehr edel und sehr hübsch und sie passt zu allen möglichen Haarfarben, weil sie halt Silber ist, passt sie eigentlich zu allen. Deswegen habe ich sie mitgenommen und sie gefällt mir gut. Weil wir beim Schmuck sind, habe ich mir auch einen Satz Ringe gekauft. Ganz besonders gefällt mir... Wo ist er denn? Hier. Der hier. Der sieht sehr schön aus. Ja, wundert euch nicht, dass ich momentan meinen Ring nicht dran habe. Ich habe mich nämlich verletzt am Finger. Und ich wollte das erstmal heilen lassen. Wenn du dann den Ring da die ganze Zeit drauf hast, schuffelt das immer wieder auf. Jedenfalls sind die sehr hübsch. Und die haben 7,95 € gekostet. Und das sind solche Ringe, die du aufsetzen kannst. Und die zweiten, die sind dann hier auf der Höhe hier. Sieht teilweise auch ganz schick aus. Also wenn man mal richtig schick ausgeht, sieht das echt edel aus, wenn man dann so einen Satz Ringe drauf hat. Man muss ja auch nicht alle auf einmal tragen, sondern kann ja auch sich variieren, wie man möchte. Jedenfalls finde ich die sehr toll. Ich hatte schon mal einen Satz Ringe von denen gekauft, vor einem Jahr. Und hier waren aber auch dünnere Ringe dabei, was ich sehr schön fand. Deswegen habe ich die mitgenommen. Dann habe ich noch ein Schnäppchen gemacht. Und zwar von Essence Midnight False Flashes. Und zwar, seht schon hier. Ich habe bis jetzt immer, ich bin verzweifelt jedes Mal, um Wimpern aufzukleben, bin ich eine Niete.
Aber sie kamen nur noch 95 Cent und ich habe gedacht, ich nehme sie mal mit. Und ich werde mal es nochmal versuchen, mit ein wenig Geduld sie mal auf meine Augen zu kriegen. Ich sage, vielleicht kriege ich es ja irgendwann mal hin. Ich sage, Übung macht den Meister. Ich sage, jeder hat mal angefangen und ich glaube, jeder ist daran schon mal verzweifelt. Beim Wimpern aufkleben, kann ich mir zumindest vorstellen. Ich verzweifle daran. Ich habe auch sehr oft schon aufgegeben. Aber die haben mir einfach gefallen, weil die so gezackt sind. Und ich werde es mal ausprobieren. Wenn ich das mal mit einem Look zusammen ausprobieren soll und ich dabei nicht verzweifle, würde ich es ja per Video gleich mal mit aufnehmen, wenn ihr mag. Und dann sagt mir es einfach und schreibt es unten in die Kommentare. Und dann habe ich aus der neuen Edition, hier Weihnachtsedition, Let It Glow Star Trooper, ein Nagellack gekauft. Und zwar hat dieser Nagellack, also so ein Überlack, wo man ein bisschen Glitzerpartikel drin hat und ein paar Sternchen und das in golden. Die hatten da auch noch rot, glaube ich, und silber. Ich habe mich aber für gold entschieden, weil ich das einfach schön fand. Ja. Hier steht nicht drauf, wie teuer er war. Muss ich gucken. 1,69 €. Und dann habe ich auch eine Palette gekauft, auch von dieser besonderen Edition Let It Glow Glitzerpalette. Die fand ich auch sehr schön. Wenn die Glitzerpartikel wirklich so sind, wie sie hier drauf sind, fände ich sie richtig cool. Ich werde sie testen. Kann man ja vielleicht auch in dem Video testen, dass ich einfach mal mit den gekauften einen Look zaubere und dabei gleich mal teste, wie die Palette so ist und alles sowas. Können wir ja mal machen. Die hat gekostet 3 €. 3 €? Weiß ich nicht. Moment. Nee, 2,99 € hat sie gekostet. Also sehr teuer war sie nicht. Aber ist ja egal. Nicht alles muss ja teuer sein, wenn es gut ist, ne? Ich werde es testen. Und dann habe ich noch das letzte aus der Serie gekauft. Und zwar ein Glitzermascara, auch von Let It Go. Können wir mal gucken. So ein kleines Bürstchen dran. Und Glitzerpartikel. Und mal gucken, wie es aussieht. Ich werde am besten mal einen Look daraus zaubern. Das ist eine gute Idee. Und damit wären wir mit Rossmann durch. Weiter geht's. Bei Angstings Family habe ich hauptsächlich was für meine Kinder gekauft. Zwei Dinge sind nur dabei, die von mir sind. Also für mich. Und dann fangen wir als erstes an mit Hausschuhen. Ist ein kleines Auto drauf. Die sind für meinen Sohn. Denn mein Sohn hat echt die Gabe, Schuhe innerhalb von wenigen Tagen zur Sau zu machen. Besonders Hausschuhe. Der hat schon seinen Verschleiß an Hausschuhen. Das geht gar nicht. Und jetzt sind im Kindergarten die Hausschuhe auch schon wieder richtig im Eimer. Und er brauchte dringend neue im Kindergarten. Die hier zu Hause, die sind zwar auch schon kaputt, aber noch nicht ganz kaputt. Jedenfalls habe ich ihm welche gekauft mit einem schönen Auto drauf. Wird er sich freuen. Er liebt Autos. Also wenn er heute nach Hause kommt, ziehen wir ihm die gleich mal an und probieren sie an. Und morgen nehmen wir sie mit dem Kindergarten. Ja. Das wäre das Erste. Wie viel die kam, die gefahren. Warte, steht hier drauf. 6,99 € kam. Waren noch ein paar da. Muss ich mal gucken. Sie haben nicht immer die richtigen Größen dabei. Wenn ich bei meiner Tochter immer ein paar schöne Schuhe fände, die haben sie nie in ihrer Größe. Das ist eigentlich schade. Dann habe ich für meine Tochter einen Haarreifen gekauft. Da sind hier verschiedene Steinchen dabei, da tust du das sozusagen auf ein Blech legen, tust das schön verzieren und schiebst es dann in den Ofen und nach einer gewissen Zeit holst du es wieder raus und dann hast du ein schönes Fensterbild. Also ich könnte mir vorstellen, dass es sogar Spaß macht. Mal gucken, ob es funktioniert. Kann ich vielleicht auch mit einem Video begleiten, mal schauen. Die haben gekostet jeweils 2,49 €. Dann geht's weiter, kommen wir zu Anziehsachen. Und zwar habe ich meinem Sohn ein Hemd gekauft.
mit einem süßen Schlips. Ich finde das total niedlich. Mit dem Schlips hat ein Gummischlipsband dran. Ist in der Größe 98. Also da könnten die Ärmel noch ein klein wenig lang sein. Obenrum hat er eher die 92 als die 98. Und das hat 11,99 € gekostet. Aber ich fand das so hübsch. Und vielleicht für die Weihnachtsfeiertage oder so. Kann man ja auch ein bisschen edler rumlaufen, ne? Dazu habe ich ihm dann auch noch eine passende Hose gekauft. Die ist noch eine Nummer größer, eine 104. Auch wenn ich sie dann vielleicht noch mal rumkrempeln muss oder so, weil die Beine noch zu lang sind. Aber hier hast du auch wieder diese Knöpfe, wo man das verstellen kann. Falls er jetzt noch nicht obenrum ganz reinpasst, ist das also nicht so schlimm. Das ist in der Größe 104 und die hat 14,99 € gekostet. Ist eine einfache Jeans. Mehr brauchen Jungs auch nie. Aber ich fand sie sehr schön und er hatte ein Hosenproblem. Der hat nämlich lange Beine und die sind jetzt alle zu kurz geworden. Jede zweite Hose, die ich ihm anziehe, sind Hochwasserhosen. Also war das dringend notwendig. Dann habe ich zwei Schlafanzüge gekauft. Einen für meine Tochter mit Sophia, die erste. Größe 22 bis 28. Hat 11,99 € gekostet, hier mit Sophia dran. Und auch wenn ich es noch nicht ganz oft gemacht habe, da sind auch solche lustigen Rüschen dran. Wird ihr bestimmt gefallen. Die mag das, sich manchmal ganz schick anzuziehen. Und für Cornelius habe ich auch einen einfachen mitgenommen. Für meinen Sohn. Der kam 9,99 €. Ist nichts Besonderes hier mit Fußball drauf und so. Aber zum Schlafen finde ich, Hauptsache sie haben was an. Bin ich der Meinung. Dann habe ich für meine Tochter ein Kleid gekauft. Eventuell auch für die festlichen Feiertage. Weil sie spielt auch gerne Prinzessin. Das habe ich gesehen. Aus der Werbung ist das übrigens. Also das gibt es auch noch. Und halt mit hübschen Sternchen drauf und Glitzer. Ein Reißverschluss und eine Schleife. Und das Kleid kam, das war das teuerste, 19,99 €. Ich finde es nur sehr schön und für Weihnachten sich schick und am Baum setzen und so. Oder auch so, wenn man mal irgendwas ganz Besonderes macht. Das Kleid wird ihr vermutlich etwas länger passen. Ich habe es nur mal größer gekauft. Die wachsen ja sonst immer so schnell. Aber ich fand es sehr schön, müsste ich mitnehmen. Ich kam, sah und siegte und kaufte eins sozusagen. Dann habe ich für meine Tochter noch zwei Hosen gekauft. Nicht weltbewegendes, die sind alle runtergesetzt. Die kamen 9,99 €. Mit Hosentaschen. Hinten, also so dolle sind die auch nicht. Aber das war auch das Problem. Bei meiner Tochter sind die Probleme wieder anders. Die Beine sind lang genug, aber hier oben passt es nicht. Ich habe die jetzt auch in der 128 gekauft. Also selbst wenn jetzt die Beine etwas zu lang sind, aber sie passt wenigstens oben. Und dann habe ich noch eine zweite Hose gekauft, auch in der 128. Kam auch 14,99 €. Und da sind auch noch hier so kleine, ich weiß nicht, Füchse? Luchse? Keine Ahnung. Jedenfalls auch nichts Weltbewegendes, aber ordentliche Rosen. Die haben gefehlt. Und nun sind wir fast am Ende. Ich habe mir noch was gekauft, allerdings in der Kindergröße. Aber ich weiß, dass mir die Kindergröße passt. Seitdem ich das herausgefunden habe, gucke ich nämlich ganz gerne mal. Das ist ein Mädchen-Sporttop in der 152. Und das hatten sie runtergesetzt auf 5,99 €. Das ist sozusagen zweiteilig. Da hast du hier unten drunter das eine Top und dann das andere zum Drüberziehen, zum Sport machen und so. Ich liebe grelle Farben. Jedenfalls habe ich mir das gekauft. Das habe ich schon letzte Woche gesehen und da bin ich aber dran vorbeigegangen. Aber jetzt war es noch da, habe ich es mitgenommen.
Und dann habe ich einen Pullover gekauft, auch ein Mädchenpullover, aber der soll auch für mich sein. In der 158 bis 164, 9,99 €. Und das ist ein schöner, kuscheliger Winterpullover in weiß, schwarz. Ja. Und der fühlt sich eigentlich ganz gut an. Ich werde ihn heute oder morgen mal anprobieren. Mal gucken, wann ich Zeit habe. Und da wären wir jetzt auch durch. Also ich denke, ich habe genug eingekauft für heute. Und das Video ist bestimmt schon ganz schön lang geworden. Tut mir leid. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir doch ein Däumchen nach oben. Würde mich riesig freuen, wirklich. Riesig. Und wenn ihr meine Videos bis jetzt öfters mal angeguckt habt, dann abonniert mich doch. Dann verpasst ihr auch keine Videos mehr. Ich mache ja unterschiedliche Videos, also vielleicht ist ja auch für jeden Mann was dabei. Auch für Leute, die vielleicht nicht nur Einkauf, Shopping, Touren mögen. Ja. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu den Produkten, könnt ihr ruhig runterschreiben. Ich werde versuchen, wenn ich die Fragen beantworten kann, beantworte ich sie natürlich auch. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Abend oder einen schönen Tag, je nachdem, wann ihr das Video seht. Und freue mich auf das nächste Video mit euch gemeinsam. Ciao, bis zum nächsten Mal. Eure Gloria.